Heute sind wir mit unserer Adventsserie bei Heiko Flensberg an der Breslauer Straße 6. Und mit ihm gemeinsam schauen wir in die Sterne. Ich bin gespannt. Hallöchen. Hi, komm rein. Ja, super. Ja, Heiko, wir stehen jetzt hier über den Dächern Langhorsts quasi und sehen hier so ein ganz tolles Gerät. Jetzt erklär doch mal, was machst du denn eigentlich? Wir haben gerade gesagt, du greifst nach den Sternen, wir schauen in die Sterne. Jetzt erzähl mal, was machst du denn eigentlich hier? Meine Freizeitbeschäftigung ist die Astrofotografie, also sprich die Tiefen des Weltalls in ein Bild bannen. Halt eine Geschichte. Fotografie habe ich eigentlich schon länger gemacht auf diese speziellere Art der Fotografie bin ich eigentlich durch einen Kumpel gekommen, der gesagt hatte, er hätte irgendwo ein Bild vom Jupiter gesehen, und daraufhin habe ich dann angefangen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen vor knapp 2 Jahren. Dann hatte ich mir mein erstes Teleskop gekauft, das funktionierte natürlich nicht. Und dementsprechend, aber man ist ja ein bisschen hartnäckig und versucht dann etwas weiter da reinzukommen, und das ist nun mal halt das, was dann da jetzt erstmal final rauskommt. Ist im Endeffekt eine astronomische Montierung, die quasi die Erdrotation ausgleicht. Und man so quasi punktgenau auf diesen Fleck, den man fotografieren möchte, hält auch. Also ich würde mir das jetzt so vorstellen, ich schaue durch das Teleskop, suche mir einen Stern, drück ab und dann habe ich so ein tolles Bild wie das, was wir jetzt so in dem Film einblenden. Ist es so einfach? Ja, ganz so einfach ist es leider nicht. Da gehört schon insgesamt etwas mehr technischer Aufwand zu, Belichtungszeiten. Naja gut, die Plejaden zum Beispiel waren jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden knapp Belichtungszeit. Ich habe aber teilweise auch Projekte dazwischen von irgendwelchen Nebeln, die 15 bis 16 Stunden Belichtungszeiten drauf haben, immer in Einzelbildern. Und so lange bleibst du dann hier auf dem Dach stehen und wartest? Nein, zum Glück nicht. Das okay. Läuft zum Glück komplett remote. Ja. Und dann kann man das halt das meiste von unten machen, es sei denn, es funktioniert gerade mal wieder irgendwas nicht, dann hat man auch mal schwache Füße abends, ja, oder morgens. Ja, das ist klar. Ich wünsche schöne Weihnachten, einen schönen Nikolaustag und macht mal das Licht aus. Dann seht ihr mehr.